Ahu, liebe Schildmann, Wikinger, willkommen zur allerersten Folge Night of the Death mit eurem Erik Vikingson und gleich dem Grantelbart. Den werden wir nämlich jetzt erstellen. Ich freue mich drauf, das Spiel ist rausgekommen, damals 2020. Alt, 3 Jahre ist es alt. Es kamen immer wieder Updates. Das letzte Update kam jetzt im Mai und es sieht man, dass dran gearbeitet wird. Ich habe damals 2021, seitdem besitze ich das Spiel nämlich, habe ich schon mal reingeguckt und seitdem ist viel passiert, habe es nicht mehr angefasst und ich möchte jetzt irgendwas mit Zombies spielen. Ich habe schon überlegt, ob ich 7 Days to Die mache, aber ich denke, Night of the Death, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr Fun. Und wie gesagt, ich kenne es noch gar nicht mit den neuen Updates und deswegen würde ich es gerne angucken. So, den Grantelbart, den habe ich schon erstellt, den haben wir hier. Bärtig, schwarz, wie ihn Lucy ist, glaube ich, der Hauptcharakter, den kannst du nicht löschen, also das, wenn du das hast, aber früher war es so, im Singleplayer konntest du die Lucy spielen, jetzt kannst du auch im Singleplayer den Grantelbart spielen und Mission oder Ziel ist einfach nur Zombiewellen zu besiegen, du kriegst jede Nacht Zombiewellen, die werden Stück für Stück immer stärker und das nächste Ziel ist, du musst diese Insel verlassen, das heißt, du musst irgendwann einen Flughafen finden und musst dich so weit aufbereiten, dass du flüchten kannst und dann ist das hier vorbei. Ich möchte so halten, dass wir es normal spielen. Ja, das heißt, wir beginnen ein neues Spiel und dann machen wir die Einstellung. Ich möchte natürlich, dass Objekte wieder respawnen. Zombies sollen natürlich respawnen, das ist ja das Wichtigste, was wir brauchen. Forschung geht nicht verloren beim Sterben, das ist okay. Die Wellen will ich natürlich haben, ganz klarer Fall. Wir spielen auf normal, dann sind wir hier sogar eigentlich schon durch. Und die Teamkills interessieren mich nicht, PvE ist okay. Ende will ich natürlich sehen, das Story-Ende. Und Hardcore spielen wir nicht. Und Teamkills interessiert mich nicht, weil wir spielen im Singleplayer. So. Ich glaube, Benutzer definiert. Wenn ich da reingehe, kann ich dann auch hier einige Teile noch ändern. Wir gucken das mal kurz an. Zombie-HP und so weiter. Das lasse ich aber alles so, wie es ist. Menge der Zombies. 44% ist okay. Weil, wie gesagt, keine XP verloren gehen beim Sterben. Nee, komm, das ist Spielmechanik, das machen wir. Wenn wir sterben, dann ist halt auch ein bisschen Brain weg. Gewinn von XP würde ich jetzt sogar sagen. Ich mache den Loot ein bisschen hoch. Auf 3, ja. Den Rest lassen wir Standard. Gebäude-HP 90%, keine Ahnung. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwas reinschreiben. Aber ich denke mal, wenn wir so ein bisschen was kriegen, es wird auch ein farmintensives Spiel sein. Von daher sollten wir da auf jeden Fall schon ein bisschen nach oben gehen und ich denke, mit 3 ist immer da eigentlich ganz gut unterwegs. So, ansonsten bleibt das alles gleich. Details einmal pro Tag. Pro Tag eine Einstellung. 60 Minuten ist ein Tag oder 120. Machen wir 120, das ist entspannt, glaube ich. 60 wäre schon krass. Ja, dann sehen wir, glaube ich, so alle drei Folgen eine Horde-Nacht. Finde ich ganz gut, dann können wir auch ein bisschen was erreichen. So, machen wir es, so gehen wir rein. Und wenn nicht, dann können wir es, glaube ich, immer noch mal nachträglich anpassen. Und wenn nicht, es soll auch ein bisschen entspannter sein. Ja, es soll über den Sommer gehen. Wir sollen noch ein bisschen Action haben. Wir wollen ein bisschen, looten gehen. Wir wollen uns ein bisschen mit der Spielmechanik auseinandersetzen, mit den ganzen Fallen, die man da bauen kann. Und es soll gemütlich sein. Ne? Kein Stress, in Stress soll es nicht ausladen. Es soll einfach entschlackend sein und richtig schön Spaß machen. So, da sind wir. Der Grantelbart. Grüße dich. Ah, das Bärtchen zeigt er uns nicht. Okay. Aber auf jeden Fall hier auch doch mal. Wenn wir so gucken, ist es da. Ah, da wird es nicht ganz gerendert. Jetzt sieht man ihn. Aber auf jeden Fall Warpaint hat er, der Große. So, was sollen wir denn machen? Wir sollen die Karte kontrollieren. Wir gucken jetzt erstmal die Grundsätze an hier. Das ist unsere Karte und das ist die komplette Größe dieser Karte. Das ist schon krass, wie groß sie ist. Und jetzt sollen wir ein Messer herstellen. Wir haben schon mal 5 Steine bekommen. Stellen wir natürlich her, legen wir uns auf die 4, würde ich sagen. Genau, machen wir auf die 4. Und jetzt sollen wir zu einem Busch gehen mit dem Messer und sollen den töten. Den Busch. Ich finde das halt auch richtig cool. Ich leg's grad hin, wie die Büsche so verfallen, ne? Also die sind nicht einmal weg, sondern hey, die knallen halt richtig runter. Eine Heidelbeere haben wir gekriegt. Komm, die kannst du gleich snacken. Ist gut, ne? So, was soll man machen? Einen kleinen Stein aufheben. Der ist gleich hier. Sehr gut. Und eine Holzaxt herstellen. So beginnt jedes Survival Game mit einer Axt und einer Picke. Aber jetzt gehen wir erstmal an den Baum, denke ich mal. Genau. Und hacken das Bäumchen runter. Du musst schon näher dran ein bisschen. Genau. Sehr gut. So.
mal gemacht. Jetzt sollen wir eine Spitzhacke herstellen. Auch das können wir herstellen. Guck mal, was wir hier noch haben. Rute, Pfeilhammer, Wurfmesser, Speer. Den sollten wir uns dann auch demnächst herstellen. Den machen wir uns jetzt gleich. 6 Speere, weil die gehen nämlich auch kaputt, wie ich weiß. Ja, so ein bisschen weiß ich, wo man hier sind Pilze, die heben wir schon mal auf. So, wir sollen das Felsbrocken zerstören. So, und ich habe das Gefühl, ich würde gerne diese Staffel mal am Wasser bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es hier überhaupt Wasser gibt, weil wie gesagt, die Map haben sie auch von damals sehr überarbeitet. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das erste Loot-Gebäude. So, Felsbrocken. Jetzt sehen wir auch mal gleich, wie viel wir kriegen. Ja, 15 Steine, das ist okay. Oben rechts mit dem 1,544%, Datum 0, Stunde 14. Das ist einfach nur, wann die erste Horde-Welle kommt. Ja, die Horde-Nacht ist. Also die Horde-Nacht ist eigentlich jede Nacht. Die Welle kommt jede Nacht und wird, wenn du sie besiegst, immer stärker. Und die steigt halt auch im Level. Und ich glaube, wenn du verlierst, steigen die auch im Level, aber heftiger. So war es damals. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt gepatcht haben. Aber ja. So, wir sollen eine Papierbox zerstören. Die haben wir natürlich auch hier. Ist hier Loot drin? Okay. Ist das ein Papierpass, ja? Öl haben wir jetzt gekriegt. Okay, cool. Es gibt auch Fahrzeuge hier. Es gibt Stromfallen, es gibt normale Fallen. Sie haben schon richtig viel gemacht. Wir können ja da mal kurz ins Baumenü gucken. Das wollen wir nämlich jetzt auch anfangen, unsere Base zu bauen. Du musst dich halt früh im Spiel festlegen, wo du bauen möchtest. Da steht schon der erste Zombie, wartet auf uns. Guck mal da. Genau da gegenüber zwischen die Bäume. Seht ihr den? Also leicht, ne? So, pass auf, wir gucken mal ins Baumenü. Da wollte ich jetzt nicht hin. Doch, klar, gehen wir da kurz hin, weil ich wissen will, ob hier irgendwo Wasser eventuell ist. Ich würde gern Wasser suchen. Ich mache mal hier eine Markierung mit der 1, dass wir da so ungefähr. So wäre der Weg jetzt auf die 1 mit dem Pfeil. Wir gucken mal, ob wir da unten vielleicht Wasser finden oder wir gehen mal da in die Richtung und gucken von dort dann rüber, dass wir nicht gleich in den Zombie reingehen, obwohl wir eine Sperre haben. Jetzt gucken wir uns kurz das Building-Menü an. Es gibt halt diese Fundamente, ganz klar. Das ist Modul mit der Seite, finde ich super schön mit Gerüst. Dann sind es die freistehenden, das sind Durchgänge. Okay, dreieckig mit Durchgang. Dann haben wir hier die Böden. Da braucht man dann Bretter, die müssen wir dann herstellen. Dann gibt es Steinsäulen wohl. Was haben wir hier? Säulen sind das oder was? Wände. Okay, das sind Wände, Treppen und Mauern. Okay, und ein Tor. Da kannst du richtig groß bauen. Dann sind hier die Werkbänke drin, die sind auch unterteilt in Kochen und so weiter und so fort. Sieht richtig gut aus. Und guck mal, hier unten hast du Autos. Es gibt ein Motorrad, es gibt ein Cruiser-Motorrad, also so eine Harley, und es gibt einen Panzerwagen. Das ist natürlich unser Ziel am Ende, dass wir mit dem hier über die Map rutschen. Und hier sind die ganzen Fallen aufgestellt. Das haben wir hier. Ein Plasmaschocker. Oh, wow. Und hier Elektrizität, ne? Ein Fahrradgenerator, da musst du dich anscheinend draufsetzen und selber strampeln. Windkraftgenerator, sehr gut. Und Solarpanel und Brennstoffgenerator für Öl. Also, es gibt einiges, was wir hier entdecken können. Jetzt gehen wir erstmal gucken, dass wir unseren Platz finden. Du musst aber auch auf den Baum schlagen, Freund. Also in der Erde, man kann es ja versuchen, den ganzen Baum rauszuholen, aber da würde ich einen Spaten befehlen. So, haben wir weiße Pilze, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Was man damit machen können, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, weiß und rot ist Gift. Hier haben wir gelbe Pilze. Sehr gut. Die einzigste Gefahr, die wir, ehrlich, denke ich mal, unten am Wasser haben werden, sind Krokodile. Die gibt es nämlich hier auch. Und die sind richtig aggressiv und sackschnell. So, ich würde sagen, nimm schon mal dein Speer. Testen. Kannst du giggeln? Nee, du kannst nur werfen. Super. Okay, nimm den Pilz mit. Halt mal ruhig den Speer in der Hand. Ob man die First-Person-Perspektive gibt, weiß ich gar nicht. Ich kann mal V drücken. Ja, guck mal. Mit V kann man die einwählen. Aber ich finde es halt so gut, wenn man unsere Männchen sieht. Finde ich ganz gut und entspannt. Aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr es gerne hättet. Da unten ist schon mal eine große Stadt. Lass uns mal kurz hier hochgucken. Ich würde halt gern Wasser finden, ne? Sag ich euch ehrlich, so wie es ist. Ich würde zu gern am Wasser bauen. Aber. Ich glaube, doch, guck mal, da unten kommt Wasser.
Dann mach mal die 1 weg, bitte. Jetzt komme ich nämlich komplett durcheinander. Wir gehen zur 2. Dann gehen wir jetzt erstmal da durch. Wir haben ja Zeit. 120 Minuten dauert ein Tag. Dann können wir das zum Looten noch nutzen hier. Nehmen wir noch die Bäume hier mit und dann gucken wir runter und bauen da unten schon mal eine 3x3 Base. Und hoffen, dass nicht gleich jetzt ein paar Krokodile auftauchen. Ja, Häschen. Alles gut, du musst keine Angst haben. Wir lassen dich in Ruhe. Level up, sehr schön. So. Steine mitnehmen. Jetzt schon hier rumliegen. Wirke ich den auch noch. Sehr gut. Wirke dich mal ein bisschen. So, die Map ist riesengroß. Und da unten haben wir auch ein Loot-Gebäude. Komm mit die Axt weg. Entspann dich mal ein bisschen. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen so halten. Ich möchte jetzt nicht sofort auf Zombies treffen, denn die haben es auch wirklich in sich. Und es gibt verschiedene Arten von Zombies. Es gibt die kleine, ich sag mal so, die Vorhut, die halt ja schon richtig einstecken kann, aber die wirklich nicht so viel austeilt. Und dann gibt es halt diese richtigen Brocken, die gibt es dann auch. Die haben dann auch mal Bock, dich zu überrennen oder tun dir richtig weh, ne? So. Haben wir eigentlich ein Level-System? Wir sind doch gerade im Level gestiegen, ne? So, Selbstmord gibt es auch, okay. Inventar, handgemacht, Ausrüstung. Und da haben wir nur das Herstellmenü. Weil hier steht Level up. Werden wir bestimmt rausfinden. Da unten ist auf jeden Fall ein See. Hast du mich erschrocken, ey. Hier ist eine Straße, sehr gut. Da ist der erste Zombie. Sieht aus wie ein Sheriff. Und zwar da unten. Ein Hase wieder. Ich würde halt gerne gucken, dass wir wirklich ein bisschen Flachland da unten haben, wo wir uns ausbreiten können. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht am Hang bauen. Das ist jetzt sehr ungünstig. Und schwimmen kann er eigentlich auch. Das ist mir zu klein, das Gebiet. Weil ich möchte die Falle schon an einem Mann, also bei uns dran haben. Lass uns mal hier rumlaufen. Da ist ein Krokodil, habt ihr das gesehen? Guck mal. Da kommen sie. Oh, da kommt noch eins. Die lassen Gott sei Dank irgendwann ab. Das finde ich sehr gut. Da ist ein Falke. Ja, siehst du, die lassen dann auch irgendwann ab, wenn sie nicht in der Nähe kommen. Oder wenn du sie zwischen einen Hasen drängst oder zwischen einen Zombie, dann greifen sie auch den Zombie an. Aber das ist schon mal gut. Aber wenn das jetzt hier natürlich nur Fluss ist. Ich möchte halt schon ein Stück Land haben, was ich bebauen kann, ne? Aber wenn ich jetzt mal sehe, wie weit wir dann jetzt so vom. Muss das sein? Wie wir jetzt gerade weit weg vom Loot sind. Okay. Sie haben abgelassen. Nee, denkst du? Ein bisschen haben sie noch Bock auf uns. Okay, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Ich gucke noch mal kurz in die Map mit euch. Ja, da macht sich jetzt der große Fluss auf. Eventuell haben wir dann hier eine Chance, aber wir sind halt weit weg von der Straße. Ziemlich weit weg von der Straße. Okay, hier könnten wir hoch. Wenn wir dann Motorrad haben, ist es eigentlich egal. Wir werden. Ich gucke mir das Ganze mal bei dem See jetzt da drüben an. Es gibt ja mehrere Städte. Es gibt ja nicht nur die eine. Vielleicht ist es ja da drüben, wenn der See, wenn der Fluss zum See wird. Besser. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Stückchen Land, so eine Art Lagune rausragen. Lass uns mal gucken. Okay, Entschuldigung. Da würde ich natürlich gerne bauen. Guck mal. Wie sieht das jetzt mapmäßig aus mit Stadt und so? Das wäre halt jetzt hier, ne? Dass wir jetzt hier bauen. Ja, dann sind wir auch ein bisschen weit weg vom Schuss. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir wirklich Ausflüge machen. Und so lange ist das ja jetzt nicht.
Und wenn wir dann looten gehen, dann hole ich euch halt dann ab. Guck mal, da ist nochmal ein Krokodil. Ich schwimme das jetzt mal kurz. Wenn das geht. Muss nur auf die Ausdauer achten. Das werden halt erstmal die größten Gefahren sein, die wir haben. Aber er sieht uns jetzt schon mal. Guck mal, wie er das Köpfchen regt hier. Ja, denkt sie, nee, schwimmen tue ich heute nicht für den Happen. Sehr gut. So. Guck mal. Hier ist doch gar nicht mal so schlecht. Da kommt wieder ein Krokodil. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Ich könnte es probieren. Ja, guck mal, es lässt uns eigentlich in Ruhe. Und hier würde ich sagen, guck mal, können wir bauen. Da ist auch noch ein Krokodil. Früher oder später kriegen wir es auf jeden Fall. Damit zu tun. Ja, wir müssen. Okay. Jetzt ist weg. Immer auf den Kopf, ist gut. 3. 4. Okay. Hast du uns getroffen? Ja, oder nicht? Jetzt flüchtet es aber. Denkst du? Doch. Oh. Jetzt hat sie es erwischt. Nimm, 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 nimm. Oh, das macht richtig Damage. Eieiei. Jetzt werden wir wohl gleich noch sterben hier. Das ist doch ungünstig. Okay, die tun richtig weh. Ja, und es hat nicht funktioniert. Ja, aber da müssen wir jetzt durch. Wir rennen jetzt mal kurz weg und machen uns noch mal ein paar Speere. Okay, am besten so viel wie geht. Mach dir mal, ja, 10, komm. Also mehr kann er ja gar nicht mehr aushalten. Dann jetzt hier. 20 Speere haben wir jetzt. Können wir uns kurz heilen? Eine Kirsche. Ess sie mal. Ess mal den Apfel. Okay, da heilen wir uns kurz hoch. Ein Energieriegel. Jawohl, sehr gut. So, jetzt gehen wir da auch drauf, weil den haben wir jetzt gespießt. Du musst aber treffen. Doch du. Jetzt wird er aber langsamer. Jetzt ist er kurz vorm Ende, glaube ich. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist voll... Ich meine, ich weiß, es ist ein... Wow. Ey, da kommst du hier an. Willst du eigentlich bauen? Ich meine, es war uns klar, aber die sind ja heftig unterwegs, die Jungs. Jetzt haben wir's. Boah. Das waren jetzt einige Speere, Freunde. Krass. Okay, da liegt auch noch einer. Und dann häuten wir das Ganze jetzt mal. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Fleisch. Dann ist das jetzt aber auch durch. Und wir haben ein großes Stück Fleisch. Wir haben Tierdarm, Tierfett, Knochen. Sehr gut, da können wir jetzt aber auf jeden Fall bauen. Dann haben wir schon mal die erste Hürde gemeistert hier. Und dann können wir auch sagen, komm, wir bauen hier, denn ich möchte so eine Art Steg haben. Am besten hier, da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann gehen wir jetzt mal ins Baumenü. Jetzt habe ich natürlich, glaube ich, keine. Doch, hab doch alles da. Sehr gut, guck mal. Spiel gespeichert, jawohl. So, da haben wir überlebt. So, machen wir mal B. Dann bauen wir uns die ersten 3 Fundamente. So. Ich würde gerne ein Stückchen tiefer gehen. Dann musst du überlegen, da ist Wasser. Das ist, ja, so machen wir es. Und mit... Oh, okay, gedrückt halten. Gucken hier. Jetzt mal da so ein bisschen die Mitte auswegeln. So ist super. 1, 2, 3. Und gedrückt halten. So. Jetzt soll man da eine Treppe bauen, richtig? Will ich aber erstmal nicht. Ich möchte erstmal meine Fundamente setzen. Mit Alt snappen die dann. Ja, dann hast du so einen Snap-Point. Mit Mausrad drehen und dann tiefer. Zack. Okay. Auch merkwürdig. Und wieder tiefer. So, dann haben wir die 3x3, ne? Hier möchte ich dann nach draußen gehen. Hier möchte ich dann so ankommen. Würde ich sagen, bauen wir die Treppe. Jetzt erstmal hier ran. Wenn es geht. Denkt dran, bitte snappen. Jawohl.
Treppe ist ready. Jetzt sollen wir uns einen Hammer herstellen. Das machen wir natürlich. Der Hammer. Der Reparaturhammer. Jetzt auf die 5. So. Zerstöre die Treppe mit Hilfe des Hammers. Ach, okay. Dann zeig mal, wie man was zerstören kann. Eher abreißen. Und dafür kriegt man einen Molotow-Cocktail oder was? Oder einen Apfelwein. Haben wir gekriegt. Ein Molotow-Cocktail, sehr cool. So, verwende Molotow-Cocktail, um ein Fundament zu entzünden. Jetzt müssen wir das alles erstmal durchziehen. Das tun wir auf die 6, nehmen die 6, den Molo und werfen das da drauf. Oh, jetzt zerstört sich das natürlich. Und dann sollen wir mit dem Hammer reparieren. Das brennt jetzt und wir sollen jetzt reparieren oder was? T reparieren. Ach, guck mal, ja. Sehr cool. Fundament kannst du dann mit T aktualisieren. Dafür brauchst du Nägel, Zement und Ziegel. Coole Geschichte. Und den Ausrüstungstisch zum Herstellen. Jetzt bauen wir erstmal unsere 3x3 Base, bevor wir das machen. Jetzt gehen wir dann hier hinten dran. So. Snappt natürlich alles sehr gut auf die Höhe. Aber jetzt bleibt es auch da. Cool. Oh, noch ein. Ein bisschen höher sollte man schon gelegen sein, wenn die Zombies kommen. Sehr gut. 3x3, das reicht dann erstmal. Wir gucken uns aber Gott sei Dank erstmal, wie groß jetzt die Werkbänke sind. Weil wenn die groß sind, wird aus 3x3 dann mal ganz was anderes. Ja, da wird dann mal ein 16x16, aber so weit ist es ja noch nicht. Guck mal her. Sehr gut. Lass mal erstmal ankommen. Gut, jetzt sollen wir den Ausrüstungstisch bauen. Das gehen wir hier rein. Der Ausrüstungstisch ist der hier oben. Da haben wir auch alles da. Das ist super. Guck mal, das ist süß. Wir stellen es jetzt erstmal so hier hin. Das passt. Stell den mal dahin. Sehr gut. Und jetzt soll man einen Bogen herstellen. Machen wir natürlich. Einen Bogen. Wir können jetzt machen Molotow-Cocktails, Macheten. Das müssen wir aber aufwerten. Da müssen wir dann Level 3 sein. Also der Werktisch muss Level 3 sein. Da gibt es Rüstungen. Und hier gibt es nochmal diverse Sachen, die wir da brauchen. Wir bauen uns jetzt den Bogen. Den Hammer drauf. Und den Bogen würde ich jetzt mal auf den machen. Den Molo tun wir hier raus. Dann machen wir auch das 6 Messer. Und machen den Speer auf die 4. So. Essen und so weiter haben wir jetzt gerade nicht. Müssen wir auch jetzt gerade nicht. Das ist alles noch gut. So, jetzt sind wir auf der Hälfte. Dann machen wir uns jetzt noch Pfeil und Bogen. Können wir 5 Stück machen. Würde ich sogar machen. Die 5 machen wir jetzt auch herstellen. Das sind dann 25 Pfeile. Müssen wir die draufziehen? Nee. Muss man nicht, okay. Gut. Dann brauchen wir den Materialversorgungstisch. Den setzen wir uns auch hin. Jetzt wird es auf jeden Fall schon dunkel. Also es wird jetzt später. Es wird jetzt Nachmittag ungefähr. So wie es aussieht. Nimm mal den Hammer weg, sonst reißt es hier noch irgendwas ein. Materialverarbeitungstisch sollen wir jetzt bauen. Das ist der hier. Okay, der ist jetzt schon mal wieder ein Lappen. Den bauen wir jetzt mal dahin. So. Ach so, guck mal, so sieht er am Ende aus. Das ist erstmal das Kleine und so kannst du ihn upgraden. Ah, okay, verstehe. Wie war denn das jetzt gerade bei der Werkbank? Bei der hier. Kann ich die trotzdem sehen? Okay, das ist eine einzelne. Gut, verstanden. Jetzt soll man eine Werkbank bauen, oder was? War ich da jetzt gerade drin? Werkbank. Die haben wir doch gerade gebaut, oder nicht? Soll ich da dran gehen? Was willst du jetzt von mir? Wie kriege ich jetzt hier über B? Dann Werkbank. Aber die haben wir doch jetzt gerade eben. Ne, wir haben den Materialtisch gebaut, da aber nicht die Werkbank. Die müssen wir jetzt auch nochmal bauen. Da brauchen wir jetzt Stein für. Hack mal jetzt schnell einen Stein. Und dann kommen wir jetzt so langsam und gut an. Die erste Action hatten wir auch schon. Zwar kein Zombie, aber die haben wir früh genug, früher oder später sowieso.
Aber das erste Krokodil haben wir schon mal weggemacht. Die haben es ja wirklich in sich, die Jungs, ey. Wahnsinn. So, Werkbank sagst du. Soll ich bauen? Was fehlt denn da noch? Stück Eisen. Ein Stück Eisen. Ich muss hier Eisen abbauen. Gott sei Dank haben wir das alles hier. Na komm. Zwei Schläge noch, komm. Eins, zwei, drei. Uiuiui. Vier. So, Stück Eisen haben wir da. Jawohl. Dann können wir das jetzt auch bauen. Wo, wenn wir noch die Falle bauen wollen, dann müssen wir uns jetzt aber sehr beeilen. Hier. Es windet schon wieder so ein bisschen. Wir sollen jetzt die Realverarbeitungstisch Werkbank. Was sollen wir jetzt bauen? Die habe ich doch gebaut. Warum soll ich die denn nochmal bauen? Ich baue sie jetzt einfach nochmal, weil das mir sagt. Okay, jetzt haben wir irgendwie. Das ist jetzt gerade merkwürdig. Ich weiß das jetzt wieder ab, weil hab ich doch. Entweder hängt er jetzt da dran oder. Er will eine Werkbank, aber was verstehe ich nicht. Da habe ich halt auch eine Werkbank, ne? Oder soll ich die jetzt aufleveln mit T, upgraden? Da muss ich ja jetzt Bretter machen. Das heißt, ich muss Bretter herstellen und Nägel. Wo mache ich denn Bretter und Nägel? Hier oder wie? Oder mache ich die hier dran? Ich mache hier auf jeden Fall Bretter. So, vier Stück wollte er haben. Und die habe ich jetzt. Und dann brauche ich Nägel. Herstellen an der Werkbank. Aber hier sehe ich es nicht. Dann wären die Nägel wohl hier. Auch nicht. Wo wären jetzt Nägel? Das ist jetzt sehr merkwürdig. Jetzt weiß ich gar nicht, was er gerade von mir will. Kann ich hier Nägel herstellen? Nee. Großes Stück Fleisch. Aber wie es jetzt gerade dunkel wird, jetzt kommt die Horde und ich weiß nicht, was er von mir will. Das ist natürlich super. Ich gucke jetzt nochmal B an, was wir jetzt noch bauen könnten. Da ist noch eine Werkbank. Die will er anscheinend haben. Oh, wow, ich glaube, die war's. Dann lass uns noch mal kurz den Baum hier fällen. Wenn das natürlich alles Werkbank heißt, ist das natürlich schlecht, ne? Nee, es hieß ja gar nicht Werkbank, es hieß ja Materialtisch. Spinne ich jetzt gerade. Es wird halt auch, guck mal hier, Werkbank. Ja, Materialverarbeitungstisch, okay, gut. Was ist das? Holz. Das habe ich doch aber da. Muss ich das auch bauen? Holz einmal. Stell's her. So habe ich einmal. Und wir bauen jetzt immer da. Oh mein Gott. Also manchmal sollte man auch so ein bisschen, ne? Gucken. Den stelle ich jetzt hier daneben. So. Jawohl, guck mal. Aktualisiere dein Fundament. Das heißt, ich soll den Hammer auswählen. Und dann sollen wir jetzt hier T. Dafür brauchen wir Nägel, Zement und Ziegel. Nägel, einen, Zement und Ziegel. Da kommt schon der erste. Randl, du musst dann auch mal versuchen, ne? Du musst halt auch schlagen. So.
So schnell geht's. Und der war nur klein. Okay. Zement und Ziegel. Da haben wir Ziegel. Da brauche ich auch einen. Den kann ich aber nicht, weil ich es noch nicht aufgewertet habe, ne? Das heißt, ich muss es aufwerten. Dafür brauchte ich ja den Hammer und vier Nägel und drei Bretter. So, dann gib mir nochmal Nägel. So, herstellen. Und Bretter konnte ich noch hier machen, ne? Ein Brett noch. Oh, dann kann ich den ganzen Kram nämlich jetzt hier aufwerten. So, dann kann ich jetzt hier dran gehen und kann hier Ziegel bauen. Okay, gut. So läuft es. Sechs Ziegel und einmal Zement. So, sechs einmal Zement. Sechs Ziegel. Gott sei Dank haben wir alles da. So, und was war es? Zwei Nägel, ne? Oder? Zwei Nägel. Die waren hier. Warum die da sind, weiß ich auch nicht. So, herstellen. Dann haben wir das. Und da wird jetzt wohl morgen schon die erste Welle kommen in der Folge. Wir aktualisieren das jetzt ganz nochmal, damit wir sehen, wie das aussieht. Und dann haben wir jetzt Stein. Jetzt sollen wir den Forschungstisch bauen. Den bauen wir jetzt uns noch schnell hin, wenn es geht. Den Forschungstisch, da geht er nicht. Der Forschungstisch wäre dann da auch nicht. Hier wäre er auch nicht. Der ist hier unten. Den können wir bauen, wenn wir Holz haben und zwei Bretter. Also gehen wir hier dran, machen zweimal Holz und zweimal Bretter. Dann bauen wir uns den Forschungstisch. Den stellen wir jetzt dann dahin. Ja, wir müssen größer bauen. Auf jeden Fall. Komm, wir stellen ihn jetzt mal so hin. So. Und jetzt sollen wir mit der Forschung beginnen. Fahre mit der Forschung am Forschungstisch fort. Wir fahren fort. Was brauchen wir denn? Forstarbeiter. Das könnte man jetzt forschen. Angeln. Baumeister. Was bereiten wir da jetzt? Wissen über Materialien und wir kriegen Baukenntnisse bessere rein. Was sollen wir forschen? Sagt er uns das? Nee, ne? Wir sollen irgendwas erforschen, glaube ich. Und hier kriegen wir Widerstandskraft. Ich würde gern den Forstarbeiter machen. Zerstörung von Bäumen, Schaden an Bäumen 20% mehr. Ist jetzt egal, wir machen das hier. Haben wir jetzt erforscht. Jetzt den Schlafsack bauen. Das machen wir jetzt auch noch. Also B. Schlafsack. Dafür brauchen wir Klebeband und Brett. Das ist der Bootsschild. Lagerkiste. Hier musst du rein. Dafür brauchen wir Stoff. Können wir Stoff herstellen? Oh wow, ich glaube nämlich nicht. Ja, brauchst du nicht, du musst es nur einmal angucken. Hier Stoff. Stoff sogar, guck mal. Haben wir genug da? Stellen wir gleich her. Bauen uns den Schlafsack. Den stellen wir jetzt auch erstmal hin. Also, du merkst schon, du musst größer bauen jetzt. Das ist krass. Bauen. Oh, hier auf die Steinplatte. Und eine Flagge sollen wir bauen. Der Respawn-Punkt wurde gesetzt. Und jetzt bauen wir noch eine Flagge. Die ist dann in der Geschichte. Da ist die Flagge. Was macht die? Positionsmarker. Dass wir wissen, wo wir zu Hause sind anscheinend. Ich die hier unten auch setzen? Nee. Ich setze die jetzt. Da dazwischen ist ja aber auch hässlich. Es ist ja blöd. Ich setze jetzt hier hin. So, damit ist die Flagge da. Und dann kommen die ersten Fallen und die gucken wir uns morgen an, ihr Lieben. Ne? Was können wir jetzt hier machen? Ändern. Base. Die reißen wir dann aber auf jeden Fall wieder ab. Ja, jetzt machen wir es erstmal kurz so und machen sie rot, damit wir das wissen. Fertig. Zack, Base. Dann wissen wir, wo unsere Base ist. Ihr Lieben, es ist viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Es wird jetzt auch langsam dunkel. Wir müssen jetzt die Fallen bauen in der nächsten Folge. Und dann haben wir schon die erste Horde-Nacht, glaube ich, die wir dann mal gucken, wie es klarkommt.
Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst mal einen Kommentar da, lasst einen Daumen da. Würde mich freuen. Und.